Du? Du hast meinen Ruf erwidert. Hat dir mein Opfer gefallen? Ich kann dir helfen, ja. Ich habe Männer, Sklaven. Du hast sie aber getötet. Für dich? Die Gräfin, sie bezeichnet sich als Mutter, aber du brauchst keine Mutter. Du brauchst Dina. Sag mir nicht, was ich brauche! Du bist die vom Gemälde. Nein. Sieh. Sag nichts. Natal, sie kommen. Versteckt euch. Pass auf Hugo auf. Na, fantastisch. Sie haben Milo abgeschlachtet. Und wie soll ich die jetzt? Tötet das Mädchen. Los. Siehst du einen Ausweg, Sophia? Nein, noch nicht. Ihr habt alles ruiniert. Ach du Scheiße, wie kann ich denn hier? Ihr macht einen Fehler. Du hältst uns jetzt nicht auf. Sie wird noch mehr Bolzen. Ah, fantastisch. Ich hab keinen Bolzen mehr. Hier stecken noch welche. Wieso denn das was werden? Mist. Muss den von hinten kriegen. Schwerer gesagt als getan. Vielleicht kann ich nur um die blenden. Scheiße. Jetzt mal den noch stehen zu entblenden. Schande. Dann halt so. Wahr sein. Gott, geht's hier noch da weiter? Kommt noch mehr. Ja, zeig's ihnen. Beruhige dich. Denk daran, was deine Schwester gesagt hat. Wie viele sollen es denn noch sein?
durch. Ich muss es schnell beenden. Es sind so viele, lass mich helfen. Nein, schließ deine Augen und halt dir die Ohren zu, ja? Ich kann sie alle töten. Die Ratten wollen es. Amicia, die Zeit drängt. Es ist so gefährlich, Amicia. Lass mich kämpfen. Hugo, ich warne dich. Gar kein Fall. Na, fantastisch. Wir machen das hinter mit dem Arsch hinter uns zusammenreißen. Hey, dieser blöde Ort sollte mir helfen. Aber ich bin noch krank. Es ist sogar noch schlimmer. Hugo, sieh mich an. Hugo, sieh mich an. Sophia. Wieso die Tränen? Weil du sicher gehen wirst. Meinetwegen. Ganz ruhig. Jetzt hör mir mal zu. Ihr beide seid wirklich einzigartig. Und aus irgendeinem dummen Grund kann ich euch gut leiden. Und das, obwohl euer Leben gerade echt scheiße ist, oder? Macht mir aber nichts. Auch die seltsamsten Dinge geschehen aus irgendeinem Grund. Seefahrergeschichten sind voll davon. Und jetzt? Solltest du dich endlich beruhigen und auf die Erwachsenen hören? Klar? Und du? Du bist keine verfluchte Armee. Er sieht zu dir auf, ja? Schon. Und wenn dein Todestrieb seiner wird, dann passiert das hier. Und das wird wirklich Folgen haben. Also, wirst du bleiben? Sag es nicht zu laut. Dankeschön. Ihr könntet mich eigentlich ablösen. Kapitel 11, die Wiege der Jahrhunderte. Sie sind überall. Amicia, die vielen Menschen. Es ist meine Schuld. Ist es nicht. Wir alle wissen, was passiert ist. Nur keine Sorge. Gehen wir zur Karte. Deswegen bist du hier. Das ist alles bald vorbei, Hugo. Die Ratten wollen das nicht. Sie sind glücklich so. Die verdammten Ratten können zur Hölle fahren. Sie werden sich wehren. Das sind dumme Tiere, Hugo. Wir sind drei starke und schlaue Menschen. Ich weiß nicht.
Sag mir, zu welchem Feuer du gehen möchtest. Ich ebne dir den Weg. Ah, okay. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleib bloß alle im Licht! In der Bahn wird es den Weg von Fackel zu Fackel. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bei mir! Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht! Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt in meiner Nähe! Jetzt müssen wir erstmal das... Hey, lass gut sein! Anmachen. Gebombt! So, hier rüber. Wir werden was bis da drüben schaffen. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bei mir! Das wird doch nix. Gut, jetzt durch die Ratten. Halt! Geht nicht so weit weg! Ach, Scheiße. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Okay, bis da hinten kommen wir also nicht. Zum Glück haben wir hier. Du kannst aufhören. Stücken. Geht klar. Ich hoffe, da reicht bis drüben. Okay. Und nun? Vielleicht kommen wir ja auch mit Prisma nicht. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Was. Bleibt in meiner Nähe! Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt Acht! Hm. Vielleicht doch nicht. Das reicht, hör auf! Na gut. Nur vorwärts. Müssen wir es auf die alte Taktik machen. Und stöpfen. Das war's wert, bis vorher zu rennen. Nein. Ist eine hübsche Truhe. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt bei mir! Wir werden euch helfen! Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt in meiner Nähe! Nein! 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 Lass sie! Bitte! Meine Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei.
Weg hier! Kommt! Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo! Mach uns den Weg frei, Sophia! Der Wagen? Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Okay, und wie? Wie wollen wir den Balken bewegen? Auch sag nicht. Wir müssen darüber. Vielleicht von hier aus. Warte, wir können doch bestimmt. Auch einen Dienstbolzen. Natürlich, jetzt haben wir keinen Bolzen mehr. Schauen. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bei mir! Na toll. Halt! Geht nicht so weit weg! Es wird zu dunkel für mein Prisma. Dachte ich mir schon. Hey, lass gut sein. Gebongt. Ja. Ich will nichts mehr. Ich sehe hier aber nirgendwo eine Fackel. Nichts zum Anzünden. Und drüben eventuell, aber da braucht man Bolzen für. Feuerbolzen. Sophia, bahne uns den Weg! Bleibt in meiner Nähe! Jetzt haben wir keinen zweiten Bolzen. Vorsicht! Es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Dieser Wagen könnte helfen, oder? Und hinterher schnell. Nein! Oh Gott! War zu langsam. Ein bisschen sprinten. Ach nö. Mach uns den Weg frei, Sophia! Bleibt bloß alle im Licht. Lass es. Natürlich. Die Sauer bei mir nochmal. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Da! Überlebende! Komm
Das reicht. Wir werden euch helfen. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Ich hab erwartet, wirklich, dass wir auf dem Feld zu vergehen. Na dann. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Nein! Nein! Lasst sie! Bitte! Meine Güte! Warum? Ich hasse euch! Euch alle! Es ist vorbei. Weg hier! Kommt! Das wird aufhören. Es ist zu spät. Alles ist ruiniert. Hugo! Du kannst aufhören. Geht klar. Oh no, nein, 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 nein. Puh. Der Wagen. Ja, er wird uns schützen. Da ist was am Boden. Ein Balken. Sieht schwer aus. Wir müssen ihn bewegen. Sophia, bahne uns den Weg. Bleibt in meiner Nähe. Mein Prisma bekommt hier nicht viel Licht ab. Gebt Acht. Und los! Bleiben wir nah dran. Ein bisschen sprinten. Das war knapp. Mhm. Können wir ihn weiterschieben? Wir können. Geschafft. Die Karte. Der Träger. Er ist der Schlüssel. Aber das ist alles so alt. Er ist schon lange tot. Etwas wird übrig sein. Etwas, das dich retten wird. Ist egal, was mit mir ist. Sag sowas nicht. Du bist alles. Hey, wie wär's, wenn ihr beide aufhört, euch selbst zu quälen? Das ist die Hölle, ja, aber wir haben eine Spur. Also reißen wir uns zusammen. Sie hat recht, Hugo. Uns bleibt keine Wahl. Ich weiß, der Fahrtruhe. Es gibt bestimmt Überlebende. Der Palast ist wie eine Festung. Stimmt. Am Anfang es ist die Pflicht des Grafen, seinem Volk Schutz zu gewähren. Ja, er ist ein Ritter. Natürlich. Natürlich ist hier ein Blumenhellkreis, mit dem wir nicht mehr durchkommen. Das wäre sonst zu einfach. Wir müssen mal wieder Töpfe werfen. Das war ja sehr erfolgreich. Na los. Warte, vielleicht kann sich von dir aus. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Sehr schön. Lass es! Na gut. Da fehlt wahrscheinlich kein Zentimeter raus. Wir brauchen ein großes Feuer, um darüber zu kommen. Na toll. Kann sie uns hier ein bisschen... Natürlich kommt sie darüber nicht. Dann wieder ein Topf.
Weg. Bleibt bei mir. Da oben, da ist es. Das reicht, hör auf. Natürlich. Schnell, hoch. Ab nach oben. Verstanden. Hier ist doch düster. Wir sind da. Endlich. Oh. Unfassbar, es war genau vor unserer Nase. Und Basilius, aus. Wo bist du? Wo versteckt man den wertvollsten Schatz? Unter der Erde. Ja, er muss da unten liegen. Die Karte könnte der Eingang sein. Machen wir sie kaputt? Ich schätze schon. Ernst, wir hätten die ganze Zeit nur... Geh bitte zurück, ja? Bereit? Bereit. Das hätten wir am Anfang machen müssen. Arme Karte. Ja, das ist wirklich schade, denn sie war sehr alt. Ja. Komm. Ein Durchgang. Er wurde versiegelt. Versiegelt gegen was? Sehen wir nach. Oh. Das ist es. Kommt! Es ist zu dunkel. Die Dunkelheit fürchtet sich auch vor dir. Etwas Licht, und sie ist weg. Komm, wir finden das Licht. Seht nur, der führt irgendwo hin. Wir sind da. Ich spür's. Hier war schon lang niemand mehr. Lass mich nicht los. Nein, keine Sorge. Ob die auch wieder rankommen. Welches Übel uns hier entgegenkommt. Ist mir alles viel zu dunkel hier. Dass hier keine Ratten kommen könnten. Keine es Ratten wird hier dunkler. Halt ein bisschen. Ich mache Licht. Ja, bitte. Das ist mutig, das hat tatsächlich geholfen. Warum hat das Mondlicht die anderen waren nicht geholfen? Schon öfters durch die Nacht gelaufen. Halt, da passiert irgendwas. Oh, bitte nicht. Oha. Was zur Hölle? Seht nur, wie groß dieser Ort ist. Was ist das? Eine Art Tempel? Sieht ganz so aus, ja. Der echte Tempel des Kindes. Da, auf dem Boden. Wieder das Symbol des Ordens? Ja, hier sind wir richtig. Basilius ist hier. Irgendwo. Was ist das? Da war etwas drin. Das ist schon lange weg. Gehen wir weiter. Aha. Schimmernde Fässer. Seht euch die Tür an. Meine Güte. Was ist hier passiert? Brandflecken. Hier ist etwas explodiert. War das ein Unfall? Ich glaube, das wurde absichtlich gesprengt. Ja. Jemand wollte da unbedingt rein. Gehen wir weiter. Hier war noch eine. Lass mich raten. Das Tor ist zerstört. Ja, es war hier. Bestimmt sie. Elia. Sie entkam aus der Kapelle. Sie hat all das zerstört? Sie wollte Basilius zurückholen und hat sich den Weg freigekämpft. Wir sind ihr auf der Spur. Ach, das da sind Ölfässer, die gehen wir mal durch. Sind. Wir gehen wirklich hier durch? Keine Angst. Das hat Jahrhunderte gehalten. Noch tiefer. Hoffentlich kommen wir ihr hier auf die Spur. Hoffentlich kommen wir hier wieder raus. Werden wir sehen. Oh,
Kriechen immer an Orte, wo ich mir denke, man muss doch mal an den Rückweg denken. Vorsicht, es geht runter. Ja. Ein Erdrutsch. Sie hat hier ja alles komplett auf den Kopf gestellt. Sie hatte Angst um Basilius. Aus gutem Grund. Ja, natürlich ist auch hier ein bisschen Mut. Die klemmt.